Hallo und herzlich willkommen am BierSafe. Den Klassiker BierSafe kennt ihr ja wahrscheinlich. Das ist der Kunststoffbehälter mit dem 16er Metallgestell drin. Wir machen in diesem Video einen Versuch, den Kunststoffbehälter zu ersetzen durch Pflanzsteine aus dem Baumarkt. Und das heißt dann, dass wir eben einen 0% Kunststoff BierSafe haben. Das bedeutet eben, dass er rein aus Metall ist und rein aus Beton und somit ein, wie gesagt, kunststofffreier BierSafe. Die Zutatenliste. Zuallererst natürlich der BierSafe Getränkehalter. Das Gestell ist bei uns im Shop einzeln erhältlich. Das ist jetzt der 16er. Dann haben wir die Pflanzsteine. Pflanzring heißen die im Baumarkt. Kosten so circa knapp 3 Euro. Und haben eben die Größe von circa 35 cm Durchmesser. Das ist die Größe, wo der BierSafe reinpasst. Davon brauchen wir 6 Stück, die dann übereinander kommen, damit wir die 1,20er Tiefe erhalten. Wir brauchen 1,10 circa fürs Gestell. Wir machen unten noch circa 10 cm Kies rein, damit er unten nicht im Dreck steht. Zum Abschluss, wenn wir alles eingebaut haben, kommt oben in diesem Fall als Abschluss einen Stahldeckel drauf. Gibt es optional auch bei uns im Shop dann. Man kann natürlich auch eine Fliese, ein Stück zugeschnittenes Holz oder ähnliches drauf machen. Wichtig ist, dass man was drauf macht, weil sonst natürlich das Loch da ist und das ist nicht schön. Man muss das schon abschließen aus Sicherheitsgründen. Viel Erfolg! Legen wir mit dem Einbau los. Vielleicht sieht man noch Schweißränder vom Bohrereinbau, war aber echt ganz gut, also war innerhalb von einer knappen halben Stunde gemacht, wie ihr in der Zeitraffer auch gesehen habt. Jetzt habe ich hier 3 Spanngurte a 4 Meter Länge und ja, sieht wahrscheinlich aus wie ein Beton-Marionettenspieler, aber ich lasse den jetzt halt rein. Einer liegt schon drin, der Kies ist auch schon ein bisschen reingefüllt und ja, so setze ich jetzt einen auf den anderen. So. Gucken mal rein. Ich habe die Ränder schön verfüllt. Das Stahlgestell ist drin im Betonschacht. Wir haben hier schon eine Flasche. Der wird gleich noch voll besetzt. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr habt eine Anregung zum Nachbauen. Natürlich bekommt ihr Gestell und Deckel bei uns. Den Rest im Baumarkt ist in Summe nicht teuer und macht viel Spaß. Prost!